Hi Leute, alle Missionen der Woche 7 inklusive den Garnknäulen findet ihr jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar es ist wieder soweit, die neuen Missionen sind da, der Woche 7. Wir fangen an bei Catty Corner und zwar müssen wir hier 3 Garnknäule finden. Es ist auch ganz easy, gleich den ersten haben wir hier, also ein bisschen vor Catty Corner auf diesem Podest. Einfach auf Viereck durchsuchen oder wo auch immer ihr durchsuchen belegt habt. Die zweite ist gleich hier gegenüber, oben drauf über dem Tresor auf dem Container bzw. in dem Container. Und dann, wenn ihr das Ganze in der Gruppenkeile macht, könnt ihr hier auch hochbauen und dann rüberspringen, euren Gleiter öffnen. Und dann findet ihr dort hinten bei der Tankstelle im Eck auch schon das dritte und letzte Wollknäuel. Also eigentlich eine ganz leichte Aufgabe, wenn man weiß, wo die Dinger sich verstecken. Dann gehen wir gleich mal zur nächsten Aufgabe. Und zwar müssen wir Schlürf finden oder unser Schild oder Kondition mit Schlürf auffüllen bei Slurpy Swamp. Schlürf sind einfach diese Slurp-Teile, das heißt Slurp-Fässer, entweder die großen oder diese kleinen Slurp-Fässer. Wenn ihr hier unten landet, dann findet ihr hier diese Slurp-Dinger, auf die müsst ihr einfach einschlagen und dann habt ihr diese Mission schon geschafft. Also ganz easy, bis ihr 100 habt, also das könnt ihr machen direkt nach dem Landen, füllt ihr einfach eure 100 Shield mit diesen Teilen auf und dann habt ihr diese Mission geschafft. Die nächste Mission, dafür müssen wir in die Nähe von Lazy Lake. Das Ganze nennt sich Rapids Rest oder Rapids Rust. Das ist eben hier neben Lazy Lake. Da könnt ihr das Ganze auch in der Gruppenkeile machen. Warum jetzt schon wieder in die Gruppenkeile? Naja, es ist halt so, bei der Gruppenkeile kann man halt schneller abbauen. Das heißt, wenn du hier landest, baust du schneller Stein ab wie im Solo oder im Duo. Natürlich könnt ihr hier euch genauso von den Gegnern eliminiert werden, aber im Solo landen hier gerade auch ziemlich viele Leute und machen diese Mission. Dann baut ihr einfach hier ab, ihr seht schon, ich habe jetzt immer bei einem Stein alleine schon 128 Steine, das geht dann echt fix. Aber natürlich kann auch in der Gruppenkeile sowas passieren wie jetzt gerade. Da müsst ihr halt einfach nochmal in, entweder ihr lief das Match und geht in ein neues oder ihr versucht nochmal hinzukommen. Dann haben wir die nächste Mission, bei Retail Raw müssen wir Kisten durchsuchen, 7 Stück, auch das ist wieder ganz easy, einfach bei Retail Raw landen. Munitionskisten zählen hier nicht, sondern wirklich normale Truhen, also auch ganz ganz simpel. Dann haben wir noch 3 weitere Missionen und zwar müssen wir einmal jeweils Gegner eliminieren, einmal 5 Stück und einmal 50 Stück. Für die 50 Stück könnt ihr euch auch eure Freunde zur Hilfe nehmen. Auch total easy, könnt ihr in der Gruppenkeile Solo, Duo oder Squad machen, also keine schweren Aufgaben in dieser Woche. Dann habt ihr noch eine Mission, bei der ihr Ringe bei Weeping Woods sammeln müsst. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, das findet ihr jetzt hier oben rechts oder in der Videobeschreibung und auch in der Endcard werde ich es euch nochmal zur Verfügung stellen. Das war es auch schon mit diesem Video, als nächstes kommen die XP-Münzen von mir und wir sehen uns bald wieder. Haut rein, euer Kicks.